Bauwerk der Demokratie im Rahmen der Deutschen Bahn Stiftungsgastprofessur, veranstaltet durch das Zentrum Normative Ordnung. Als wir diese Reihe konzipiert haben, war klar, wir müssen auf das Thema der Grundrechte zu sprechen kommen, weil das der fortschrittlichste Teil der sogenannten Paulskirchenverfassung von 1849 bereits 1848 im Dezember dort beschlossen wurde, und das war die Erklärung der Grundrechte. Diese Erklärung wies über ihre Zeit hinaus, nicht nur über die Zeit Mitte des 19. Jahrhunderts, wo sie eine besonders fortschrittliche Erklärung war, die dann später in dem Verfassungswerk, das eine konstitutionelle Monarchie vorsah, in gewisser Spannung zu der vorgeschlagenen Staatsverfassung stand. Sie ist aber auch eine Erklärung, die fortwirkte dann in die Verfassung der Weimarer Republik, aber auch der Bundesrepublik Deutschland. Und klar war, dass wir dazu eigentlich niemand anderen einladen könnten als Tine Stein, Professorin in Göttingen, Inhaberin des dortigen Lehrstuhls für politische Theorie und Ideengeschichte und zum Thema Politik und Recht die Expertin in Deutschland, wie Sie gleich sehen werden. Ganz kurz zu ihrer Vita: Sie studierte Politikwissenschaft, Philosophie und Germanistik an der Universität Köln, wo sie ihr Studium abschloss, und dann, und das ist jetzt wichtig und das wird nachher auch eine Rolle spielen, arbeitete sie für das Kuratorium für einen demokratisch verfassten Bund deutscher Länder, die erste gesamtdeutsche Bürgerinneninitiative, die das Ziel hatte, eine neue Verfassung für das wiedervereinigte Deutschland vorzuschlagen, auszuarbeiten, zu diskutieren. Und auch hier spielt die Paulskirche, ich verrate nicht zu viel, eine gewisse Rolle. Sie ging zurück nach Köln als wissenschaftliche Mitarbeiterin, wurde dort 1996 promoviert, war dann an der New School for Social Research und dann Assistentin am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaften an der FU Berlin, wo sie sich 2005 habilitierte. Sie forschte und lehrte auch an anderen Universitäten im Laufe ihrer Laufbahn: Kiel, Bremen, Hamburg, Berlin. Ein Heisenberg-Stipendium führte sie an das Wissenschaftszentrum in Berlin und dann eine Gastprofessur an die Universität Paris-Deux. Die Forschungen von Professor Stein, Professorin Stein, sorry, erstrecken sich über ein weites Feld der politischen Ideengeschichte mit besonderem Bezug auf die Herausbildung demokratischer Verfassungsstaaten, die normative Infrastruktur solcher Staaten. Sie schaut also nicht nur auf Institutionen, sondern auf die politische Kultur solcher Gesellschaften, und sie schaut insbesondere auf das Verhältnis von Politik, Recht und Religion, so wie ein anderer Schwerpunkt ihrer Arbeit das Verhältnis von Politik und Natur. Sie hat ökologische Fragen als zentrale Fragen der Politik erschlossen, wo das noch nicht zum Mainstream der politiktheoretischen Reflexion gehörte. Sie hat viele wichtige Ämter inne gehabt und inne, etwa Mitherausgeberin der wichtigen Zeitschrift Der Staat, der Zeitschrift für Politik, wo sie im Beirat ist. Sie ist in der Grünen Akademie, der Böll-Stiftung, und sie berät die Deutsche Bischofskonferenz und das Zentralkomitee der Katholiken im Rahmen des synodalen Weges. Also sie ist auch in dieser Richtung unterwegs, um zu fragen, wie sich die verfasste Religion zu Entwicklungen demokratischer Gesellschaft bzw. zu ihrer eigenen demokratischen Verfassung verhalten sollte. Ich erwähne nur
einige der vielen Publikationen, die hier zu erwähnen wären. Das Buch von 1998, Demokratie und Verfassung an den Grenzen des Wachstums, zur ökologischen Kritik und Reform des demokratischen Verfassungsstaates, damals wie auch heute viel diskutiert. Ein Follow-up ist das Buch Interessenvertretung der Natur mit Bezug auf die USA, mit einem vergleichenden Blick auf die deutsche Rechtslage von 2002 und dann natürlich Ihre Habilitationsschrift, stimmt doch, oder? Himmlische Quellen und irdisches Recht, religiöse Voraussetzungen des freiheitlichen Verfassungsstaats bei Campus 2007. Viele weitere wichtige Werke, die sie herausgegeben oder mit herausgegeben hat, etwa Christentum und Demokratie, Souveränität, Recht und Moral über die Grundlagen politischer Gemeinschaft, ein Band über Recht und Politik, der Ulrich K. Reuß gewidmet ist, mit dem sie in Berlin zusammengearbeitet hat, zwei wichtige Bände der Herausgabe und Kommentierung der Arbeiten von Ernst Wolfgang Böcken-Förde und jetzt bald, oder, die politischen Grundbegriffe im 21. Jahrhundert, eine Bestandsaufnahme der Grundbegriffe, mit denen wir unser politisches Leben verstehen. Liebe Tina, ich freue mich sehr, dass du unsere Einladung angenommen hast und bin gespannt. Vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, lieber Rainer, für die Einladung und die freundliche Vorstellung. Mir bedeutet das wissenschaftlich viel, hier mal im Rahmen der Normative Orders aussprechen zu können, und es bedeutet mir auch etwas als Bürgerin. Rainer Forst hat freundlicherweise schon an das politische Engagement in meiner Jugendzeit erinnert, lang ist's her. Und damals blickten wir alle voller Hoffnung auf die Zukunft, dass jetzt nach dem Ende der kommunistischen Diktaturen doch dieses universelle Versprechen von Menschenrechten, von Demokratie jetzt global wirksam werden könnte. Ich hätte es mir nicht vorstellen können damals, dass wir jetzt seit zwei Jahrzehnten schon ja einen globalen Niedergang der Demokratie erleben und dass Diktaturen ihre Ansprüche sogar mit Gewalt durchsetzen. Und wir uns jetzt sehr, sehr grundlegend bemühen müssen, für Frieden und Demokratie und Menschenrechte zu werben, auch innerhalb der Bundesrepublik. Und daher bin ich voller Respekt und Sympathie für die Initiative, hier in Frankfurt ein Haus der Demokratie zu errichten. Ich glaube, wir brauchen solche Orte der Reflexion und Verständigung. Und ich freue mich, wenn ich heute einen kleinen Beitrag leisten kann, indem ich über Grundrechte und demokratische Gründungen eben im Lichte der Paulskirche spreche. Ich habe mit Rainer Forst abgemacht, dass ich 60 Minuten habe. Sie müssen nicht nervös werden, die halte ich auch ein. Ja? Ich verstehe aber jeden und jede, wenn Sie dann doch vorher den Abend draußen genießen wollen. Man kann alles heutzutage immer über YouTube auch nochmal angucken. Die Ringvorlesung steht ja unter der Überschrift Bauwerke der Demokratie. Für die deutsche Geschichte ist durchaus bemerkenswert und regt zum Nachdenken an, dass mit der Paulskirchenverfassung 1848-49 ausgerechnet in einer Kirche, in deren Innenraum gut lutherisch gepredigt und gebetet wurde, dass da deliberativ eine Verfassung erarbeitet wurde, deren Bestimmungen zur Religionsfreiheit so gelungen waren, dass sie in der Sache noch heute im Grundgesetz Bestand haben. Was sagt das aus in demokratietheoretischer Hinsicht? Zur Religion kommt dann in der Verfassungsgeschichte die Kunst dazu. Bei der Erarbeitung der Verfassung für die Erste Deutsche Republik war es das Nationaltheater in Weimar, also die prominente Spielstätte der deutschen Klassik, in dem sich 1919 die frei und gleich gewählten Vertreter der Bürgerschaft in einer verfassunggebenden deutschen Nationalversammlung eingefunden hatten. Nur, wofür steht dann nach Religion und Kunst das Bauwerk in Bonn, in dem die Arbeit am Grundgesetz am 1. September 1948 feierlich eröffnet wurde? Was mag es für die Mitglieder des Parlamentarischen Rats bedeutet haben, den Auftakt ihrer Arbeit im Zoologischen Museum König zu begehen, umgeben von zwei freilich verhüllten, ausgestopften Giraffen? Die waren nämlich zu groß, um sie wie die anderen Exponate wegzuräumen.
Jedenfalls ist es gerade diese Verfassung, die, obwohl nur als Provisorium gedacht und daher auf den Namen Grundgesetz getauft, nicht nur der Bonner Republik, sondern seit Oktober 1990 eben auch für die gesamte Bürgerschaft des Vereinigten Deutschlands als konstitutionelle Grundlage gilt. An der Paulskirchenverfassung, der Weimarer Reichsverfassung, dem Grundgesetz und der Verfassungsdiskussion nach dem Fall der Mauer kann man wie in einem Brennglas der Demokratiegeschichte das Ringen um eine demokratische und freiheitliche Grundlage Deutschlands sichtbar machen. Versteht sich die Bürgerschaft hier jeweils im vollen Umfang als souverän? Kommt sie sozusagen im Akt der Verfassunggebung als einer demokratischen Gründung zu einem Bewusstsein ihrer selbst? Und verstehen sich die handelnden Akteure überhaupt als Bürgerschaft oder als Volk oder als Repräsentanten eines Kollektivsubjekts Nation oder gar als Vertreter von Stämmen, wie es in der Weimarer Reichsverfassung heißt? Wer gehört dazu und wer nicht? Was ist die normative Grundlage der Verfassung? Welche Freiheiten werden als Grundrechte konstitutionalisiert und wie werden die Freiheiten begründet? Das will ich durchgehen anhand der deutschen Verfassungsgeschichte. Aber für die Beantwortung dieser Fragen brauchen wir natürlich einen guten begrifflichen politiktheoretischen Hintergrund. Und daher will ich zunächst einmal erläutern, was meint eigentlich Revolution? Revolution können wir als eine umfassende Neugründung verstehen, die auf einem disruptiven Bruch mit der gegebenen politischen Ordnung basiert und in bewusster Diskontinuität auf die Beseitigung der Rechtsordnung zugunsten eines neuen Rechtsgrunds abstellt. Im Unterschied dazu wird bei einer Reform nur eine partielle Änderung vorgenommen, in Kontinuität und im Rahmen der gegebenen Legalordnung. Bei einer Revolution steht demgegenüber das Gesamte der Herrschaft zur Disposition. Es handelt sich um eine existenzielle Legitimationskrise. Dabei ist die konflikthafte Struktur zwischen den Kräften des Alten und des Neuen, die beide einen Machtanspruch erheben, wesentlich. Und dieser Konflikt führt dann zu einer revolutionären Situation, die in ihrem Ablauf höchst kontingent ist. Der Einsatz auch gewalttätiger Aktionen ist dabei aber gar nicht zwingend, sondern öffentliche Proteste, Aufrufe, Demonstrationen, massenhafte Akte zivilen Ungehorsams, Generalstreik, all dies sind ja Instrumente, um einer herrschenden Elite den Gehorsam aufzukündigen und die Autorität infrage zu stellen. Wirksamkeit entfaltet dies, wenn es den revolutionären Akteuren gelingt, eine massenhafte Anhängerschaft zu mobilisieren. Und dies dann auch die exekutiven Kräfte ergreift, also Polizei und Militär. Zu dem Erfolg trägt schließlich und vor allem bei, dass bei den revolutionären Akteuren eine als legitim angesehene Ordnungsidee handlungsleitend ist, in deren Lichte die gegebene Ordnung als diskriminierend, unterdrückerisch, freiheitsfeindlich und im Ganzen so ungerecht erscheint, dass innerhalb ihrer Struktur keine Lösung der Krise als möglich angesehen wird. Und daraus entwickelt sich schließlich das, was Hannah Arendt als das Pathos des Neubeginns charakterisiert. Und dieser Neubeginn kann in der Neuzeit unter den normativen Grundprämissen gleicher Freiheit letztlich nur ein demokratischer Neubeginn sein und als demokratische Gründung legitim sein. Idealiter fügt sich in der Konsequenz ein Constitutional Moment an, in dem die Revolutionäre in einer Verfassung einen neuen Rechtsgrund schaffen und die erkämpfte neue Ordnung auf Dauer stellen. Politiktheoretisch kann man das mit dem Begriff des Pouvoir Constituant, der verfassunggebenden Gewalt, erfassen. Ein Grenzbegriff zwischen Politik und Recht, der auf den französischen Revolutionstheoretiker Abbé-Sieyès zurückgeht. Die verfassunggebende Gewalt ist aber nicht einfach eine theoretische Grundnorm, sondern es handelt sich um eine historisch situierte politische Kraft. Unter den normativen Prämissen gleicher Freiheit kommt dann nur das Volk als ihr legitimer Träger in Frage. Bei der Ausarbeitung und Verabschiedung einer neuen Verfassung handelt das Volk im Rahmen der Ausübung des Pouvoir Constituant und bei der Änderung einer bestehenden Verfassung handelt das Volk als Teil der Pouvoir Constitués, der verfassten und gewaltengeteilten Staatsgewalt, also deswegen Plural.
Für eine erfolgreiche Verfassungsgebung im Sinne einer demokratischen Gründung muss das Volk aber auch an der Macht bleiben, beziehungsweise die revolutionär erkämpfte Macht dann auch gegen diejenigen behaupten, die ihre Privilegien zu verlieren drohen. Und das war 48, 49 bekanntlich nicht der Fall. In Berlin ist ja gerade ein historisches Bauwerk wieder errichtet worden, das nicht die Demokratie, sondern ihr Gegenteil symbolisiert. Auf dem Berliner Stadtschloss strahlt weithin sichtbar ein Kreuz und das Symbol des christlichen Glaubens wird von einer Bibelverskollage begleitet, die die Kuppel so in goldenen Lettern weithin sichtbar auf einem blauen Fries umrundet. Dem preußischen König Friedrich Wilhelm IV. Ging es hier darum, mit dieser Architektur die revolutionären Freiheitsbewegungen und die Ansprüche auf Volkssouveränität, ja selbst die konstitutionelle Bindung der Monarchie zurückzuweisen. Er meinte, ganz aus der Gnade Gottes heraus herrschen zu können und zu sollen. Die Enthüllung des Kreuzes im Oktober 1848 war also als ein Fanal gegen die frei gewählten Abgeordneten in der Frankfurter Nationalversammlung gerichtet. Dabei waren diese schon ohne die preußischen Provokationen aus Berlin ja mit mehreren tiefgreifenden Problemen konfrontiert. Zunächst und vor allem gab es die staatliche Gewalt, die sie verfassen wollten, noch nicht. Die von ihnen anstelle der Organe des Bundes ja eingesetzte provisorische Zentralverwaltung verfügte weder über Militär noch Steuereinnahmen. Der Nationalstaat sollte ja erst mit dem Reich geschaffen werden und insofern war es eine Vielzahl von Fürsten und Königen mit ihren ganzen Staatsapparaten in den Einzelstaaten, die im Grunde alle revolutionär besiegt werden mussten. Am Ende war es eine realpolitisch notwendige Kompromissbildung mit den Kräften der alten Verhältnisse und hier insbesondere mit Preußen und ohne Österreich möglich. Und bei dieser sogenannten kleindeutsch-erbkaiserlichen Lösung konnten sich dann die republikanisch gestimmten Kräfte um den Abgeordneten Robert Blum mit ihren Anträgen nicht durchsetzen. Eine demokratische Gründung in dem Sinne, dass ein Artikel statuiert, alle Reichsgewalt geht vom Volke aus, findet sich daher in der Paulskirchenverfassung nicht. Aber immerhin erhebt die Nationalversammlung als erste im gesamten Gebiet des Bundes frei gewählte Repräsentation der männlichen Bürger den Anspruch, die Reichsgewalt erst hervorgebracht zu haben. Als Oberhaupt dem Reich vorstehen und es auch nach außen wie gegenüber den deutschen Einzelstaaten repräsentieren, sollte dann ein von der Nationalversammlung ausgewählter Kaiser der Deutschen, also der diesen Titel dann nicht aufgrund selbstbehaupteter göttlicher Gnade innehatte, sondern es war eine übertragene Kompetenz, das ist wichtig. Und dieser Titel sollte dann, wie es heißt, im Mannesstamme nach dem Rechte der Erstgeburt vererbt werden. Der Kaiser bildete die Regierung und stand ihr vor, war dem Reichstag, bestehend aus Staatenhaus und Volkshaus, aber nicht rechenschaftspflichtig und entsprechend hätte die Regierung auch nicht durch das Parlament gestürzt werden können. Dafür sollte auf der anderen Seite das Parlament die Gesetzgebung relativ frei ausüben können. Das Vetorecht des Kaisers war nur aufschiebender Art. Und vor allem sollte es ein demokratisches Wahlgesetz für den Reichstag geben. Auch das Reichsgericht war als ein unabhängiges Gericht konzipiert und sogar als eine Verfassungsgerichtsbarkeit, vor der die Staatsbürger die etwaige Verletzung der ihnen durch die Reichsverfassung gewährten Rechte beklagen konnten. Und das war wirklich zu dieser Zeit einzigartig als eine explizite Kompetenz, denn der Supreme Court der Vereinigten Staaten hatte sich das Recht, Gesetze am Maßstab der Verfassung zu prüfen, im Fall Marbury versus Madison ja selbst zugeschrieben. Das stand nicht in der Verfassung. Jedenfalls erkennt man in dem institutionellen Aufbau der Paulskirchenverfassung deutlich das liberale Faible für das Montesquieu'sche Modell der Gewaltenteilung. Dass es vor allem die Liberalkonservativen waren, die keine vollumfängliche demokratische Gründung im Sinne eines We the People wollten, das lässt sich sehr eindrucksvoll an dem politischen Denken des Abgeordneten und Bonner Professors Friedrich Christoph Dahlmann illustrieren. Dahlmann hatte seine in den 20er und 30er Jahren in Kiel und Göttingen gehaltene Vorlesung über die Politik 1835 das erste Mal veröffentlicht.
die dann 1847 in zweiter Auflage mit 2500 Exemplaren erschien und so rasch vergriffen war, dass wenige Monate später schon eine weitere Auflage nachgedruckt wurde. Wie bereits der Titel erkennbar werden lässt, die Politik auf den Grund und das Maß der gegebenen Zustände zurückgeführt, geht Dahlmann darin entgegen einer naturrechtlichen oder vernunftrechtlichen Vertragskonstruktion von den gegebenen Zuständen aus und sieht ganz in der Tradition der mit Aristoteles verbundenen älteren Politiklehre dieses richtige Maß in der Ausrichtung am Sittengesetz. Eine gute Verfassung ist für ihn eine aus den Elementen der Monarchie, der Aristokratie und der Demokratie gemischte Verfassung. Daher war sein Vorbild Großbritannien als ein evolutionär gewachsenes, nicht revolutionär entschiedenes System. Die Bindung des Monarchen sollte dann von der Mäßigung ausgehen, die in der Kontrolle durch ein Zweikammersystem lag, die zudem die strafrechtliche Möglichkeit einer Ministeranklage enthielt. Und schließlich und vor allem sollte sie daraus erwachsen, dass die Verfassung grundlegende Rechte der Staatsbürger statuierte. An der Ausarbeitung des Grundrechtekatalogs war Dahlmann ebenfalls maßgeblich beteiligt. Wie auch viele andere der Paulskirchenabgeordneten brachte Dahlmann die Erfahrungen aus den Konstitutionalisierungsbewegungen der Einzelstaaten mit. Anfang der 30er Jahre war er wesentlich mit der Ausarbeitung des Staatsgrundgesetzes im Königtum Hannover befasst gewesen, das die absolutistische Monarchie in eine konstitutionelle verwandelte. Und als der reaktionäre neue König Ernst August von Hannover dann das Staatsgrundgesetz 1837 aufgehoben hatte, da verfasste Dahlmann mit weiteren Göttinger Professoren eine scharfe Protestnote. Diese Göttinger Sieben bezahlten dafür mit dem Verlust ihrer Professur und teilweise auch des Landesverweises. Dafür wurden sie dann in ganz Deutschland höchst respektiert als politische Professoren, die sich dem konstitutionellen Amt des Königs verpflichtet sahen, aber nicht der Person des Königs. Dahlmann war entsprechend auch für ein Widerstandsrecht, damit die Verfassung nicht zur Lüge wird, wie er schrieb. Was der Fall wäre, würde das Volk jedem Regierungsbefehl, auch dem unzweideutig verfassungswidrigen, gar verfassungsaufhebenden Befehl, ohne Widerrede Folge leisten müssen. Darin mag man eine frühe Reflexion von Wehrhaftigkeit einer Verfassungsordnung erkennen. In dem von der Nationalversammlung verabschiedeten Grundrechtskatalog am 27. Dezember ja vom Reichsverweser als geltendes Gesetz ausgefertigt, wonach fortan Verwaltung, Rechtsprechung und Gesetzgebung in Reich und Ländern an die Grundrechte gebunden sein sollten, da findet sich zwar kein Widerstandsrecht. Aber man kann schon erkennen, in der Fülle der 42 Paragraphen, wie hier die Erfahrungen des Vormärzes verarbeitet worden sind. Es werden in wirklich sehr weitreichenden Bestimmungen jene politischen und kommunikativen Freiheitsrechte statuiert, die einfach notwendig sind, um frei von staatlicher Bedrohung Meinungen zu bilden, zu veröffentlichen, sich mit anderen auszutauschen, zu versammeln und zusammenzuschließen, sich auch mit Petitionen an das Parlament zu richten. Kurz alles, was eine Bürgerschaft braucht, um in einer politischen Öffentlichkeit die demokratische Willensbildung voranzutreiben, die sich dann in dem kommunikativen Wechselspiel von Repräsentanten und Repräsentierten in staatlichen Entscheidungen verdichtet. Zudem enthält der Grundrechtekatalog die Freiheiten, die es erlauben, sich auch jenseits des politischen Lebens selbst zu bestimmen. Allen voran wird die Freiheit der Person statuiert, auch die Gleichheit vor dem Gesetz, auch bei den übrigens elementaren bürgerlichen Pflichten, Wehrpflicht und Steuerpflicht, sollte es fortan gleich zugehen. Das Recht der Freizügigkeit, das Jus Migrandi, das Recht auf Eigentum, die Unverletzlichkeit der Wohnung, das Briefgeheimnis, die Freiheit der Wissenschaft, alles finden wir in diesem Grundrechtekatalog. Minderheiten sollten institutionelle Garantien erhalten. Zudem war die Todesstrafe abgeschafft und justizielle Verfahrensrechte vorgesehen. Besonders kühn erscheint der Grundrechtskatalog der Paulskirchenverfassung mit Blick auf die Religion. Die Paulskirchenverfassung hat hier Maßstäbe für ein modernes Religionsverfassungsrecht gesetzt.
Es findet sich die volle Glaubens- und Gewissensfreiheit und die Garantie der Gleichheit vor dem Gesetz. Und Till von Raden hat in dieser Ringvorlesung ja bereits herausgestellt, dass es der jüdische Abgeordnete Gabriel Rieser war, der hier wesentliche Formulierungen gefunden hat, dass also die Wahrnehmung staatsbürgerlicher Rechte unabhängig von der Religionszugehörigkeit gewährt sein musste. Die vom Staat gleich zu behandelnden Religionsgesellschaften sollten sich auch selbst organisieren können. Und zudem sollte, wie es ganz lapidar hieß, aber doch revolutionär, keine Staatskirche bestehen. Aber wir müssen auch die Defizite markieren. Und dies kann man tun, ohne hier quasi gegen ein ideengeschichtliches Rückwirkungsverbot zu verstoßen, also nach heutigen Maßstäben Lücken ausfindig zu machen und diese dann wortreich zu beklagen. Warum? Es gab zu dieser Zeit bereits andere Verfassungen. Und im Sinne des grenzüberschreitenden Migration of Constitutional Ideas, wie jetzt in der verfassungsvergleichenden Forschung der Austausch von Ideen bezeichnet wird, da wussten natürlich auch die Abgeordneten der Paulskirche um den anderen Geltungsanspruch, der mit anderen Bürger- und Menschenrechtserklärungen einhergegangen ist. Also in der Virginia Bill of Rights, in den in neuen Kolonien in den USA, der französischen Menschen- und Bürgerrechtserklärung und dann natürlich den Bill of Rights in der US-amerikanischen Verfassung. In diesen Erklärungen gründete der Geltungsanspruch der verfassungsmäßig statuierten Rechte in der Idee, dass den Bürgern als Menschen gleiche Rechte zukommen. Eine selbsteinleuchtende Wahrheit, wie es in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung hieß. Der Geltungsanspruch der Grundrechte in der Paulskirche gründete demgegenüber allein im Willen des Gesetzgebers. Eine naturrechtliche Geltungsbehauptung findet sich hier nicht. Warum? Die Mehrheit verband mit dem menschenrechtlichen Pathos die Exzesse der Französischen Revolution. Und so viel Volk sollte es dann doch nicht sein. Das Bürgertum wehrte entsprechend die Forderung nach sozialen Rechten ab. Immerhin sollte aber der Besuch der Volksschule von Gebühren frei sein. Und schließlich, um ein drittes und gravierendes Defizit anzusprechen, zwar wird zu Beginn des Abschnitts über die Grundrechte gesagt, dass diese dem deutschen Volke gewährleistet seien und dass das deutsche Volk aus den Angehörigen der Staaten besteht, die das Deutsche Reich bilden und so jeder Deutsche das deutsche Reichsbürgerrecht besitzt. Aber hier ist nicht von jedem Deutschen im Sinne des generischen Maskulinums die Rede, denn Frauen kamen diese Rechte nicht zu. Die beeindruckenden Frauen, die nicht nur auf der Tribüne der Paulskirche als Zuschauerinnen die Beratungen verfolgten, sondern auch Geld für Waffen sammelten, ja selbst auch hinter den Barrikaden standen, diesen Frauen wurde aufgrund ihres Geschlechts die gleichen Rechte verweigert. Aber ungeachtet ihres Geschlechts hatten sie die gleichen Strafen und Gewaltexzesse wie die Männer zu erleiden. Das hatte schon die französische Revolutionärin Olympe de Gouges erfahren müssen. Ist die 1848er Revolution und die Nationalversammlung gescheitert? Gescheitert ist sie wohl an ihrem ureigenen Ziel, einen Nationalstaat zu errichten. Zwar vertrat die Nationalversammlung die Auffassung, dass sie allein die Kompetenz besaß, die Verfassung in Kraft setzen zu können, ohne Zustimmung der Einzelstaaten, aber realpolitisch mit der Ablehnung der Kaiserkrone durch den Preußenkönig im Mai 1849 traten dann die meisten Abgeordneten aus der Nationalversammlung aus, wodurch die verbliebenen, vornehmlich linken, Kräfte zu schwach waren, einen Machtanspruch gegen die wiedererstarkten Einzelstaaten durchzusetzen. Wie es Rainer Forst zur Einleitung dieser Ringvorlesung gesagt hat, was als Revolution begann, wurde von der Reaktion zerrieben. Gescheitert ist die Nationalversammlung auch darin, die Ansätze der Demokratie mit dem Rechtsstaat zu einer konstitutionellen Demokratie zu verbinden. Aber die Paulskirchengrundrechte, die wirkten nach und fanden sich alsbald in den Verfassungen der Einzelstaaten und galten in der weiteren Entwicklung der nächsten Jahrzehnte als rechtsstaatliche Sicherung einer bürgerlichen Freiheit gegen den Staat, wiewohl eben nicht als Basis einer demokratischen Gründung des Staates. Dieter Grimm fasst dies in einem Satz zusammen. Demokratie und Verfassung, die im Vormärz stets zusammengehört hatten, trennten sich.
steht der Revolution von 1848 und der Paulskirchenverfassung nun das Jahr 1918 und die Weimarer Reichsverfassung als der klassische Fall einer geglückten Revolution, aber am Ende gescheiterten Verfassung gegenüber. Tatsächlich wird man für die Weimarer Republik sagen können, dass sich hier das genuine Recht der Revolution verwirklicht hat, von dem der Revolutionstheoretiker Eugen Rosenstock Hussy spricht, nämlich von sich aus einen neuen Rechtsgrund zu schaffen und mit allen vorhergehenden Rechtsgrundlagen zu brechen. Dabei war in den revolutionären Wochen im Herbst 1918 keineswegs ausgemacht, welche Richtung die neue Republik nehmen würde, die Philipp Scheidemann am 9. November ausgerufen hatte und damit Fakten schaffte. Der Rat der Volksbeauftragten als provisorische Reichsregierung sah sich einem enormen Druck widerstreitender Kräfte ausgesetzt. Den reaktionären Kaiserreichsanhängern auf der einen Seite und den Kräften, die die Revolution im Sinne der Oktoberrevolution aus ihrer Sicht vollenden wollten, das heißt ein Rätesystem einführen wollten. Aber die Vitalität einer demokratischen Öffentlichkeit, die war schon erkennbar. Denn am 14. November fragte der Jurist Hugo Preuß, Professor und Rektor der Berliner Handelshochschule und ehrenamtliches Mitglied im Berliner Magistrat, in einem Zeitungsbeitrag, was denn das neue Gebilde nun sein wolle. Ein Volksstaat oder ein verkehrter Obrigkeitsstaat? Ein wahrhaftiger Volksstaat, also eine echte demokratische Neugründung, könne nur dann gelingen, so Preuß, wenn das Bürgertum verbindlich beteiligt werden würde. Andernfalls drohe bolschewistischer Terror, rechtlose Gewalt und völlige Zerrüttung des wirtschaftlichen Lebens. Daher müsse eine Lösung in einer auf der Gleichberechtigung aller Volksgenossen ruhenden politisch-demokratischen Organisation gefunden werden, wie erfordert. Friedrich Ebert als Vorsitzender der Übergangsregierung nahm den Artikel jedenfalls sehr ernst. Denn nicht gerade einmal 24 Stunden später fand sich Preuß als von Ebert berufener Staatssekretär des Inneren wieder, versehen mit dem Auftrag, einen Verfassungsentwurf für die neue Republik zu schreiben. Zwar konnte Preuß seine unitarischen Vorstellungen nicht durchsetzen, zwar musste er auf Geheiß Eberts dann doch einen Grundrechtsteil aufnehmen, aber die Grundzüge seines Entwurfs bildeten doch die Eckpunkte dessen, was wir in der Rückschau und in Würdigung des Versammlungsortes des Weimarer Nationaltheaters als Weimarer Reichsverfassung bezeichnen. Wer ist hier Quelle und Träger der Staatsgewalt? Schon in der Präambel heißt es unmissverständlich, dass es das deutsche Volk ist, das sich diese Verfassung gegeben hat, und im ersten Artikel, dass das Deutsche Reich eine Republik ist und die Staatsgewalt vom Volke ausgeht. Das Wahlrecht wird als tatsächlich allgemeines Wahlrecht gestaltet, sodass Männer und Frauen den Reichstag als parlamentarische Repräsentation und den Reichspräsident als Staatsoberhaupt wählen konnten. Zwar obliegt die Regierungsbildung dem Präsidenten, die Regierung ist aber zugleich auf die Mehrheit im Parlament angewiesen, da das Parlament die Regierung durch ein Misstrauensvotum zu Fall bringen kann, was wiederum durch die Bestimmung ausgeglichen wird, dass der Präsident den Reichstag auflösen kann. Zudem kann der Reichspräsident die vom Reichstag beschlossenen Gesetze dem Volk zur Prüfung im Wege eines Plebiszits vorlegen. Dass das Volk also verbindliche Entscheidungen nicht nur durch Wahlen, sondern auch durch Abstimmung, auch in eigener Initiative im Wege des Volksbegehrens treffen konnte, das belegt, wie radikal der Bruch zum Kaiserreich war. Die Verfassung der Weimarer Republik stellt als postrevolutionäre Verfassung zweifellos eine demokratische Gründung dar, in der die Doktrin der Volkssouveränität die legitimatorische Grundlage der Staatsgewalt bildet. Dem Staatsgerichtshof kam nur eine Schiedsrichterfunktion für föderale Streitigkeiten zu. Eine darüber hinausgehende verfassungsgerichtliche Normenkontrolle wäre in den Augen des Verfassungsgebers eine nicht zu rechtfertigende Freiheitsbegrenzung des Wählerwesens gewesen. Die hatte man ja im obrigkeitsstaatlichen Kaiserreich genügend erlebt und sich davon gerade revolutionär befreit. Zugleich war dieser Verfassungsgeber aber nicht so naiv zu glauben, dass eine Demokratie ohne stabilisierende Elemente auskommen kann. Es gab Republikschutzmaßnahmen. Parteien konnten in den Ländern verboten werden, wenn auch nicht auf Dauer. Zur Änderung der Verfassung bedurfte es einer Zweidrittelmehrheit, wenn auch keine Normen sakrosankt waren.
Und mit dem Notverordnungsartikel 48 war bereits antizipiert, dass es geboten sein könnte, exekutive Maßnahmen zur Wiederherstellung der Ordnung anzuordnen. Reichspräsident Ebert musste davon vor allem im Krisenjahr 1923 ausgiebigen Gebrauch machen, um die Republik politisch und finanziell zu stabilisieren. Erlaubt man sich nur einen Moment lang den unerhörten Gedanken, dass die Kontingenz der Geschichte anderes zustande gebracht hätte, dass Ebert nicht seiner Blinddarmentzündung erlegen wäre, es dann keinen monarchistischen Reichspräsidenten Hindenburg gegeben hätte, dass Hitler in München von einer Straßenbahn erfasst worden wäre, dass die konkurrierenden völkischen Flügel in der NSDAP sich wechselseitig zerfleischt hätten, dann wäre der Artikel 48 Absatz 2 vielleicht nicht als konstitutionelle Eintrittskarte in den Ausnahmezustand und die Führerdiktatur erschienen. Aber man sollte die Weimarer Reichsverfassung nicht ausschließlich vom Ende der Weimarer Republik denken. Das heißt, nicht nur die für uns Nachgeborenen so problematisch erscheinenden Bestimmungen sehen, also diese Unentschiedenheit im Regierungssystem, die Machtfülle des Reichspräsidenten als eine Art Ersatzkaiser, die fehlende Sperrklausel im Wahlrecht, die nur begrenzte Verfassungsgerichtsbarkeit, sondern man sollte gerechterweise auch die Innovationskraft und Modernität dieser Verfassung würdigen. Insbesondere war die Weimarer Reichsverfassung die Verfassung, in der jetzt Demokratie und Grundrechte zusammengekommen sind. Dabei baute der Grundrechtsteil auf der Paulskirchenverfassung auf und ging noch über diese hinaus. Wie der textliche Vergleich zeigt, sind zu einem großen Teil bis hin zum Wortlaut nahezu alle der klassischen Grundrechte übernommen worden. Ich habe das hier mal grün gezeichnet, was sogar auch im Wortlaut übernommen worden ist. Die Rechte der personalen Selbstbestimmung, der Religions- und Gewissensfreiheit, die kommunikativen Rechte, die Wissenschaftsfreiheit und vieles anderes mehr. Aber in vier Aspekten ergeben sich doch relevante Veränderungen. Erstens ist das Grundrecht der Gleichheit, anders als in der Paulskirchenverfassung, nun ganz konsequent gestaltet. Und das heißt auch auf die Geschlechter bezogen. Neben der schon erwähnten Einführung des Wahlrechts für Frauen sollte die Gleichberechtigung nicht nur in staatlicher Hinsicht, sondern etwas verhalten formuliert, auch gesellschaftlich gelten, mit Blick auf den Zugang zu Bildung und auch in der Ehe. Zweitens wurde Gleichheit auch in sozialökonomischer Hinsicht verstanden und es wurden soziale Grundrechte aufgenommen, was in den Paulskirchenberatungen noch abgewehrt wurde. Hier wurde erstmalig in einer Verfassung eine Balance zwischen wirtschaftlichen Freiheitsrechten und sozialen Gerechtigkeitsnormen versucht, was der hellsichtige Staatsrechtslehrer und im Grunde genommen Politikwissenschaftler avant la lettre Hermann Heller auf den Begriff des sozialen Rechtsstaats, der sozialen Demokratie, auf den Punkt brachte. Aber die sozialen Rechte waren nicht einklagbar. Das führt zu einer dritten Differenz mit Blick auf die Reichweite. Denn es waren zwar nicht alle Grundrechte wie die sozialen Grundrechte nur schlichte Programmsätze, aber es sticht doch im Vergleich hervor, dass keine Verfassungsbeschwerde vorgesehen war. Zudem durch das Notverordnungsrecht des Artikel 48 die Exekutive die Grundrechte beschränken konnte. Und viertens enthielt die Weimarer Reichsverfassung neben Grundrechten in ihrem zweiten Hauptteil auch Grundpflichten. Es findet sich eine Fülle von Pflichten. Neben denen, die Sie auch kennen, die Pflicht zur Erziehung der Kinder, der Schulpflicht auch die Pflicht zur Übernahme ehrenamtlicher Tätigkeiten, die Pflicht entsprechend der jeweiligen Leistungsfähigkeit zu den öffentlichen Lasten beizutragen, die Pflicht, das Eigentum als Dienst für das gemeine Beste zu gebrauchen, die Pflicht des Grundbesitzers, den Boden zu bearbeiten und zu nutzen und die Pflicht, die eigenen körperlichen und geistigen Kräfte gemeinwohlverträglich zu gebrauchen. Nicht vergessen werden sollte auch, dass die Weimarer Reichsverfassung die Pflicht enthielt, keine Titel oder Orden einer ausländischen Regierung anzunehmen. Was rufen diese Pflichten heute auf, auch in demokratietheoretischer Hinsicht? In der resümierenden Bewertung der Stärken und Schwächen der Weimarer Reichsverfassung wird oft betont, dass es zu bedenken gilt, wie belastet die Republik war. Zitat,
durch Versailles und dann die Wirtschaftskrise, durch einen tiefen nachrevolutionären Riss, der das Volk in zwei, wenn nicht mehr Lager teilte, durch das Unverständnis der Parteien für ihre Aufgaben, durch die Weigerung eines beträchtlichen Teils der Eliten, die neuen Verhältnisse als gegeben anzunehmen. Und dass vor diesem Hintergrund, so Peter Graf Kielmanns Eck, den ich hier zitiere, die Weimarer Republik mit jeder Verfassung hätte scheitern können und mit keiner scheitern musste. Zitat Ende. Das ist weise gesagt. Aber es sind nicht nur große Teile der Eliten gewesen, die die Verhältnisse nicht angenommen haben. Die Demokratie hätte von allen Mitgliedern der Bürgerschaft angenommen werden sollen, und zwar aktiv durch eine entsprechende Haltung und durch politisches Engagement dann auch verteidigt werden müssen. Der Weimarer Katalog der Grundpflichten lässt das Bewusstsein für die Notwendigkeit eines solchen bürgerschaftlichen Ethos erkennen, ohne dessen gelebte Praxis keine Demokratie von Dauer sein kann. Zwar lässt sich mit den Mitteln des Rechts weder die Haltung und nur sehr eingeschränkt noch die Praxis erzwingen, aber die Verfassung kann ein Bewusstsein für die Notwendigkeit eines solchen Ethos wachhalten, was als ein Ankerpunkt verstanden werden kann, damit Freiheit und Menschlichkeit bewahrt werden. Im Grundgesetz findet sich ein solcher Ankerpunkt, in dem wie in Stein gemeißelten Satz, dass die Würde des Menschen unantastbar ist und diese zu achten und zu schützen die Verpflichtung aller staatlichen Gewalt ist. Das ist der Zweck dieser Verfassung und es ist natürlich eine Reaktion auf die Menschenverachtung des Nationalsozialismus. Anders als die beiden vorangegangenen Verfassungen beginnt das Grundgesetz mit den Grundrechten und viele werden nicht nur für die deutschen Staatsbürger garantiert, sondern für alle Menschen, die vom Geltungsbereich des Grundgesetzes erfasst werden. Wie schon in der Paulskirchenverfassung sind die Rechte einklagbar. Zudem binden sie alle staatlichen Gewalten als unmittelbar geltendes Recht und sind vor aufzehrenden Gesetzeseingriffen durch die Figur eines Wesensgehaltes geschützt, der nicht beschränkt werden darf. Aber die entscheidende verfassungspolitische Innovation für die deutsche Verfassungsgeschichte und darüber hinaus ist, dass der Parlamentarische Rat das Prinzip der unantastbaren Menschenwürde und die daraus folgenden Grund- und Menschenrechte in einem bestimmten Bewusstsein formuliert hat. Und zwar in dem Bewusstsein, dass sich ihr Geltungsanspruch nicht in seinem politischen Willen, also dem Willen des verfassunggebenden Gesetzgebers, erschöpft. Vielmehr antwortet der historisch situierte Pouvoir Constituant hier auf einen vorrechtlichen Geltungsanspruch. Menschenwürde und Menschenrechte verlangen eben auch dort Geltung, wo sie nicht wirksam in einer Verfassung verankert sind. Sie sollen also auch für die Uiguren in den Lagern Chinas gelten, für die Flüchtlinge in Dadaab in Kenia, für Alexei Nawalny im russischen Gefängnis und für die vielen anderen ins Unrecht gesetzten Menschen. Und damit ist die Souveränität des Volkes von vornherein schon bei der Verfassunggebung als gebunden gedacht. Im ethischen Sinne, nicht im rechtlichen Sinne. Dieser ethischen Bindung war sich der Parlamentarische Rat bewusst und zugleich auch der Notwendigkeit, eine politische Antwort auf die Schuld des deutschen Volkes zu geben. Der Akt der Verfassunggebung stand also in einem Kontext, in dem universalistische moralische Geltungsansprüche und historisch situierte Faktoren zusammengefunden haben und für den Verfassungsgeber eine wirksame Bindung erzeugt haben. Anders die Paulskirchenversammlung, die auf das menschenrechtliche Pathos verzichtete, hat der Parlamentarische Rat die Grundrechte doch wie ein Spiegel der universell verstandenen Menschenrechte konzipiert. Es heißt ja im ersten Artikel, im zweiten Absatz, dass sich das deutsche Volk darum, also weil die Würde des Menschen unantastbar ist und diese zu schützen Aufgabe staatlicher Gewalt ist, also darum zu den unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt bekennen. Also hier wird eine ethische Haltung ausgedrückt. Diese Menschenrechte bedürfen dann zu ihrer Realisierung natürlich einer Verankerung im gesetzten Recht. Deswegen heißt es nachfolgend, dass die Grundrechte alle Teile der staatlichen Gewalt als unmittelbar geltendes Recht binden.
Insofern ist dieses Verfassungsrecht als ein politisch gesetztes zwar kontingent und steht auch in einer bestimmten, nämlich spezifisch deutschen Tradition der Formulierung von Grundrechten, wie jetzt auch der textliche Vergleich ergibt. Die frappanten Übereinstimmungen sehen Sie hier von der Paulskirche über Weimar ins Grundgesetz. Aber der Verfassungsgeber sucht mit den Formulierungen zugleich den universellen Geltungsanspruch von Menschenwürde und Menschenrechte quasi rechtlich einzuholen. Auch die sogenannte Ewigkeitsgarantie in Artikel 79 Absatz 3 liegt in dieser Logik, denn eine zeitliche Befristung durch die Möglichkeit der Verfassungsänderung würde ja einen Widerspruch gegenüber dem universellen Geltungsanspruch darstellen. Ich schlage vor, dies als das normative Fundament der Wehrhaftigkeit zu bezeichnen. Diese Demokratie zeigt sich nicht neutral gegenüber der Infragestellung durch ihre Gegner. Die weiteren Regeln der wehrhaften Demokratie, also Parteienvereinsverbot, das Gebot einer demokratischen Organisationsform, die Einschränkbarkeit, ja Verwirkbarkeit der Grundrechte, auch die Regelung zur Stabilisierung von parlamentarischen Mehrheiten, dies sind denn alles Regelungen instrumentaler Natur, um die Grenzziehung auch praktisch wirksam werden zu lassen. Das Bewusstsein einer ethischen Bindung kommt auch in der Präambel zum Ausdruck, denn diese beginnt mit der Anerkennung einer Pflicht, über das eigene Tun vor einer, genauer gesagt zwei externen Instanzen Rechenschaft abzulegen, wenn es heißt, dass sich das deutsche Volk im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen diese Verfassung gegeben hat. Aufgrund welcher Ermächtigung hat sich das Volk diese Verfassung gegeben? Aufgrund der Selbstermächtigung, die in der Formel der verfassunggebenden Gewalt liegt. Auch wenn die Präambel dies denkbar knapp und nüchtern ohne Pathos ausdrückt, so ist doch klar, hier geht es um eine demokratische Neugründung, in der sich das deutsche Volk, vertreten durch die Abgeordneten der Länder, in freier Selbstbestimmung dieses Grundgesetz als Verfassung gegeben hat. Und der Artikel 20 lässt dann keinen Zweifel, dass es sich um eine Gründung als Demokratie auf Basis der Volkssouveränität handelt, wenn hier in nahezu textgleicher Formulierung zur Weimarer Reichsverfassung statuiert wird, dass die Staatsgewalt vom Volk ausgeht. Wer ist das deutsche Volk? Die Deutschen sind zum einen die Personen, die die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Zum anderen sind 1948-49 aber auch diejenigen mitgemeint, denen bei der Verfassunggebung, wie es in der Präambel heißt, mitzuwirken, versagt war, in der alten Präambel. Das Grundgesetz als Provisorium sollte nämlich nur so lange Geltung haben, bis eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Diese Schlussbestimmung des Artikel 146 war das Versprechen der demokratischen Neugründung eines ungeteilten Deutschlands. Das bringt uns zum letzten Abschnitt zu der friedlichen Revolution von 89-90. Und hier muss ich einen methodischen Vorbehalt anbringen, weil ich Zeitzeugin und Aktivistin gewesen bin. Rainer Forst hat es erwähnt. Es kann sein, dass ich mich hier im verklärten Rückblick auf eine sehr aufregende Zeit womöglich nur an das erinnere, was mir damals schon eingeleuchtet hat. Ja? Deswegen muss die Diskussion mit weiteren Zeitzeugen, die andere Einschätzungen haben und vor allen Dingen mit denen, die einen distanzierten und kritischen Blick aus der Geschichtswissenschaft einbringen, unbedingt gesucht werden und muss stets von Neuem organisiert werden. Am Anfang steht eine Revolution mit all ihren wesentlichen Momenten, einer tiefgreifenden Legitimationskrise in den späten 80er Jahren in der DDR, den Wahlfälschungen bei der Kommunalwahl, der konflikthaften Struktur zwischen den Kräften des Alten und des Neuen, der wachsenden Massenunterstützung für die revolutionären Eliten in den wiederkehrenden Montagsversammlungen wie auch den großen Demonstrationen, dann der Veränderung in disruptiver Form und auch der kontingenten Ereignisse, erkennbar, als es erst die Nachfrage eines Journalisten war, die dann Schabowski sagen ließ, dass Ausreisen in die BRD ohne Genehmigung überall möglich seien und dass dies nach seiner Kenntnis unverzüglich zuträfe. Damit war die Mauer offen. Die revolutionären Kräfte sahen sich in dieser Situation vor allen Dingen gefordert, die Friedlichkeit der Revolution fortzusetzen. Was sie sich nicht zutrauten, war, nach der Macht zu greifen und die Institutionen der Staatsgewalt zu übernehmen. Vielmehr organisierten sie mit dem runden Tisch, der tatsächlich eckig war, einen Übergangsprozess, an dem unter Moderation der Kirchen zu gleichen Teilen die alten Machteliten der SED und Blockparteien wie die der Bürgerrechtsbewegung beteiligt sein sollten.
Aber ein Constitutional Moment, der war doch gegeben. Für die Akteure der Revolution von 1989 war es zentral, den neuen Legitimationsgrund, den sie geschaffen hatten, auch als Rechtsgrund aufzuschreiben. Deswegen bildete der zentrale runde Tisch in seiner ersten Sitzung am 7. Dezember 1989 eine Arbeitsgruppe mit dem Auftrag, eine neue Verfassung quasi für die Restlaufzeit der DDR zu entwerfen. Denn im Winter 89-90, da herrschte schon die Einschätzung vor, dass es zwar zu einer Vereinigung kommen würde, aber erst in Jahren, nicht in Monaten. Und für diese Zeit wollte man eine neue Verfassung haben. Das Bemühen, eine neue demokratische Verfassung für die DDR zu entwerfen, wurde am Runden Tisch auch mit der Hoffnung verbunden, eine von der Legitimation her gegenüber dem Grundgesetz der Bundesrepublik dann gleichrangige Ordnung zu schaffen, die das aus der friedlichen Revolution erwachsene Selbstwertgefühl konstitutionell festhalten sollte und die es dann erlauben sollte, selbstbewusst in den Vereinigungsprozess zu gehen, wie es der Bürgerrechtler Gerd Poppe von der Initiative Frieden und Menschenrechte ausgedrückt hat, der neben Wolfgang Ullmann von Demokratie jetzt quasi Spiritus Rector der Verfassungsdiskussion war. Und er hat bei der Übergabe des Entwurfs in der Volkskammer gesagt: Niemand darf dem Volk, das in einer friedlichen Revolution seine Fesseln selbst gesprengt hat, dieses Recht bestreiten. Diejenigen, die die Voraussetzung für eine neue Ordnung geschaffen haben, dürfen ihres Rechts nicht beraubt werden, also des Rechts der Verfassungsgebung. Ob es berechtigt war, den Verfassungsentwurf des Runden Tisches als dritten Weg zum zweiten Fall zu bezeichnen, als eine von Idealen überfrachtete Verfassung. Darüber kann man inhaltlich streiten. Gescheitert sind die Autoren des Entwurfs aber wohl in der Tat daran, diesen den Bürgerinnen und Bürgern der DDR nahezubringen. Zwar wurden binnen kürzester Frist rund 200.000 Unterschriften für die Annahme des Verfassungsentwurfs gesammelt, aber aufgrund des Wahlerfolgs der Allianz für Deutschland im März 1990 bei den ersten freien Wahlen in der DDR, den Volkskammerwahlen, da stand ja diese Allianz für Deutschland den westdeutschen Unionsparteien nahe und die wollten ihrerseits das Grundgesetz nicht dem Risiko einer Verfassungsdiskussion aussetzen. Und so wurde diese Wahl letztlich als eine Art Plebiszit für einen schnellen Beitritt der DDR zur Bundesrepublik und für das Grundgesetz gedeutet. Und der Verfassungsentwurf des Runden Tisches wurde von der Volkskammer noch nicht einmal zur Beratung angenommen. Damit beginnt dann im Frühjahr die zweite Phase einer gesamtdeutschen Verfassungsdiskussion. Deren Befürworter stützten sich auf den Schlussartikel 146 des Grundgesetzes, wonach festgelegt war und auch noch ist, dass das Grundgesetz seine Gültigkeit an dem Tag verliert, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Dieser Forderung standen die Gegner eines verfassunggebenden Prozesses gegenüber, die jede Änderung ablehnten, geschweige denn die Ersetzung des Grundgesetzes wollten und die für einen Beitritt der DDR im Wege neu zu konstituierender deutscher Länder nach dem Artikel 23 alte Fassung Grundgesetz plädierten. Der Parlamentarische Rat hatte tatsächlich den Artikel 146 und seine Option für eine Verfassunggebung nicht alternativ zum Artikel 23 verstanden, wie man einer Äußerung von Carlo Schmid, ein weiterer politischer Professor, der in der Verfassunggebung aktiv war, ein Professor dieser Universität, als Vorsitzender des Hauptausschusses des Parlamentarischen Rates am 6. Mai 1949 dann deutlich machte. Als er sagt, das Anwendungsgebiet des Grundgesetzes ist nicht geschlossen. Jeder Teil Deutschlands kann ihm beitreten. Aber auch der Beitritt aller deutschen Gebiete wird dieses Grundgesetz nicht zu einer gesamtdeutschen Verfassung machen können. Diese wird es erst dann geben, wenn das deutsche Volk die Inhalte und Formen seines politischen Lebens in freier Entschließung bestimmt haben wird. Zitat Ende. Es kam aber wie machtpolitisch zu erwarten. Die neu gegründeten ostdeutschen Länder traten mit Wirksamkeit zum 3. Oktober 1990 dem Geltungsbereich des Grundgesetzes bei. Wir feiern einen Verwaltungsakt.
Insofern stand die Initiative, die einige der ostdeutschen Bürger bewegten, darunter Ullmann und Poppe, mit befreundeten westdeutschen Bürgerinnen und Bürgern ergriffen hatten, politisch unter keinem so vielversprechenden Stern. Am Vorabend des 17. Juni 1990 gründete sich in einem Saal im Berliner Reichstag unter Beteiligung verschiedener Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens aus Ost und West eine der ersten gesamtdeutschen Bürgerinitiativen, das Kuratorium für einen demokratisch verfassten Bund deutscher Länder, das dann seinen Sitz in einem Haus der Demokratie in der Friedrichstraße 165 nahm. Die Idee war, dass sich die Deutschen in der Auseinandersetzung über die Grundlagen des politischen Gemeinwesens als politisch gleichberechtigte Bürger wechselseitig anerkennen, sich dabei zugleich ihrer Verschiedenheit aus 40 Jahren Teilung bewusst werden und damit dem schließlichen Entscheid über die neue gesamtdeutsche Verfassung einen gemeinsamen Anfang setzen. Auch wenn es dann in den nächsten beiden Jahren zu sehr, sehr vielen Diskussionsveranstaltungen gekommen ist im ganzen Bundesgebiet, wurde aus der Verfassungsinitiative des Kuratoriums und den weiteren gesellschaftlichen Initiativen, die auch der DGB und andere angestrengt haben, wurde daraus keine Massenbewegung. Eine gewisse Öffentlichkeit konnte das Kuratorium durchaus erreichen, nicht zuletzt in den drei überregionalen Kongressen, die im September 1990, der erste im Weimarer Nationaltheater stattgefunden hat, im November 1990 dann im neuen Palais Sanssouci und im Juni 1991 dann in der Frankfurter Paulskirche veranstaltet wurde. An diesen Kongressen hatten insgesamt so rund 2000 Bürgerinnen und Bürger teilgenommen. Die Arbeitsweise war einerseits nach dem Muster verfassunggebender Beratung geformt, mit Reden im Plenum und inhaltlich bestimmten Arbeitsgruppen, die die Verfassungsartikel erarbeiteten, und dann einer Redaktionsgruppe, die alles zusammenführte. Andererseits war es aber auch sehr lebensweltlich geerdet, mit thüringischer Schnippelsuppe in Weimar und, wie wir jetzt sehen werden, in Frankfurt, Sie sehen das unten, mit Kinderbetreuung. In der Paulskirche wurde der Öffentlichkeit ein Verfassungsentwurf übergeben, an dem sich so bereits zahlreiche Bürgerinnen und Bürger beteiligt hatten. Der damalige Oberbürgermeister Andreas von Schöler sagte in seinem Grußwort, dass er in der Verfassungsdiskussion die Chance sehe, die noch bestehende bewusstseinsmäßige Teilung Deutschlands zu überwinden. Und damit hatte er das zentrale Motiv erfasst. Insbesondere der Frankfurter Kongress fand auch ein intensives mediales Echo. Von Patrick Barnas bis Heribert Prantl schrieben alle über diesen Verfassungsentwurf und das Zusammenkommen in der Diskussion. Über den Inhalt des Entwurfs kann man naturgemäß geteilter Meinung sein, verfassungspolitisch. Er enthielt einiges, was in der theoretischen Debatte als Verfassungslyrik kritisiert wird. Etwa eine stärkere Verankerung des Sozialstaatsziels, die im Grundrechtsteil platziert wurde, ohne aber ein justiziables Recht auf beispielsweise eine Wohnung oder einen Arbeitsplatz zu verleihen. Es sind auch Vorschläge entwickelt worden, die als verfassungspolitische Innovationen gelten können, beziehungsweise die einen neuen Aspekt in die Diskussionen einbrachten. Die Präambel etwa explizierte die historischen Erfahrungen, sowohl die Verantwortung aus deutscher Gewaltherrschaft als auch die der friedlichen Revolution. Zudem wurden direktdemokratische Beteiligungsrechte aufgenommen, die Bundesrepublik auch stärker für eine Öffnung nach oben, also zur Mitarbeit in internationalen und supranationalen Organisationen ausgerichtet. Und es finden sich schließlich mehrere Artikel über den ganzen Entwurf hinweg, die den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen materiell und prozedural verankern. Die ökologische Verantwortlichkeit des Souveräns, sowohl als politisches Kollektiv wie auch des Individuums, zieht sich wie ein erkennbar grüner Faden durch den ganzen Verfassungsentwurf. Auf der Seite des Staates kam es dann aber nur zu einer begrenzten Verfassungsdiskussion im Rahmen der sogenannten gemeinsamen Verfassungskommission vom Bundestag und Bundesrat. Die diskutierte Fragen des Föderalismus, die Aufnahme von Staatszielbestimmungen in das Grundgesetz und auch die Anwendung des Artikels 146, in deren Rahmen auch über eine Volksabstimmung.
ausweislich des Briefs der damaligen Bundestagspräsidentin Süssmuth wurde auch der Kuratoriumsentwurf mit einbezogen. Meiner Ansicht nach ist mit dieser kleinen Lösung aus zwei Gründen aber doch eine Chance vergeben worden. Auch wenn es zum Grundgesetz keine sinnvolle Globalalternative gegeben hat, so kann aber auch eine sehr gute Verfassung immer noch verbessert werden. Änderungen sollten sich an der Frage orientieren, ob es neue Herausforderungen gibt, die in grundlegender Weise die Problemlösungsfähigkeiten, die mit dem bestehenden Regelwerk gegeben sind, übersteigen und deswegen neue Verfassungsregelungen erforderlich sind. Was übrigens zahlreiche der Änderungen, die das Grundgesetz bisher erlebt hat, als Kriterium gerade nicht erfüllen. Anfang der 90er Jahre ergab sich die Chance, das Grundgesetz auf die Höhe der Jahrhundertaufgabe der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen zu bringen. Angesichts der strukturellen Schwierigkeiten eines eher kurzzeitig orientierten demokratischen Systems mit auf lange Fristen angelegten Problemlösungen wären hier institutionelle Reformen, die dem Gedanken der Nachhaltigkeit verpflichtet sind, angeraten gewesen. Des Weiteren ist es eine verpasste Chance gewesen auf einen Volksentscheid über das am Ende ja denn doch nur irgendwie mehr oder weniger reformierte Grundgesetz. Etwas anderes wäre bestimmt nicht im Arbeitsprozess herausgekommen. Dass auf einen Volksentscheid darüber verzichtet wurde, halte ich für eine verpasste Chance. Es hatte sich ja doch so etwas wie ein Constitutional Moment ereignet in dieser historischen Situation der Wiedervereinigung, die so schnell nicht wiederkommen würde, was etwa der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichtes Ernst Bender betont hatte. Eine Abstimmung über die Verfassung hätte das Zusammenkommen der Bürgerinnen und Bürger Ost- und Westdeutschlands in der neuen staatlichen Einheit besiegelt, wie das Jawort vor dem Traualtar, wie es in einem Zeitungsartikel von Michael Stolleis geheißen hat. Man kann zwar nicht wirklich wissen, ob das Vertrauen in die Institutionen der freiheitlichen Demokratie, gerade in den neuen Bundesländern, heute belastbarer wäre, hätte es einen Entscheid durch die Bürgerinnen und Bürger über die Verfassung gegeben. Aber man hätte doch an dieses zivilpolitische Treueversprechen, das die Bürgerinnen und Bürger sich wechselseitig in einer solchen Verfassungsabstimmung geben, anknüpfen können. Damit komme ich zum Schluss. Mit der Paulskirchenverfassung fing es also an. Die Geschichte der Grundrechte in Deutschland und die der Forderung nach einer damals nicht mehrheitsfähigen demokratischen Gründung. Auch wenn es dann der preußische König Friedrich Wilhelm IV. 1849 vorzog, lieber ein Kreuz auf die Kuppel des Berliner Stadtschlosses zu setzen, als sich die Kaiserkrone aufsetzen zu lassen und damit der Verfassung einer konstitutionellen Monarchie zur Wirksamkeit zu verhelfen, kam, wie gezeigt, der Grundrechtsteil der Paulskirchenverfassung letztlich doch noch zur Geltung. Denn die Weimarer Verfassung beruhte auf dem Frankfurter Rechtekatalog und auch das Grundgesetz orientiert sich im Grundrechtsteil an diesen. Aber von einer demokratischen Gründung konnte bei aller Anerkennung für die revolutionäre Energie der 1848er in der Paulskirchenversammlung noch nicht die Rede sein. Erst mit der Weimarer Republik kam dem deutschen Volke, wie die Inschrift auf dem Berliner Reichstag heißt, die Souveränität im Staat zu. Dass die Demokratie nicht nur eine klug konzipierte Verfassung mit Grundrechten braucht, sondern gute Bürgerinnen und Bürger, die diese auch in Zeiten der Krise zu verteidigen wissen, erwies sich dann in katastrophaler Weise mit dem Aufkommen der nationalsozialistischen Bewegung und deren Machtergreifung, die ein Hinabstürzen zum Nullpunkt nicht nur der Rechtsordnung, sondern überhaupt der Zivilisation einleitete. Der Parlamentarische Rat zog daraus die Konsequenzen und verankerte 1949 das Prinzip der unantastbaren Menschenwürde und die aus ihr folgenden Grundrechte, die fortan alle staatliche Gewalt binden sollten, mit zeitlich unbegrenztem Geltungsanspruch. Als dann nach der einzigartigen friedlichen Revolution in der DDR 1989-90 Stimmen für eine neue, eine gesamtdeutsche Verfassung laut wurden, konnten sich diese angesichts der Erfolgsgeschichte des Grundgesetzes nicht durchsetzen. Ob hier ein Gründungsmoment einer vereinigten deutschen Bürgerschaft verpasst wurde, darüber kann man streiten.
Aber dass die Grundrechte heute der Weiterentwicklung bedürfen, damit auch zukünftige Generationen noch in Freiheit leben können und demokratisch auch verfasst leben können, das hat spätestens das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil zum Klimagesetz aufgezeigt. Die ethischen Verpflichtungen, die uns aus den Grundrechten der anderen erwachsen, die als Leiche in ihrer Würde anzuerkennen sind, die greifen heute weit aus. So weit, wie die Folgen unseres Handelns reichen, die Freiheitssphären dieser anderen unzumutbar beschränken. Die Anerkennung dieser ethischen Verpflichtung verlangt letztlich eine politische Selbstvergewisserung in der Bürgerschaft. Die Herausforderung bleibt also bestehen. Ich danke Ihnen.